Wir spielen RimWorld. Kennt ihr, ne? Super Spiel. Und hat tatsächlich viele Veränderungen seit dem letzten Mal erfahren, wo wir das zusammen gespielt haben. Und deswegen werde ich neu anfangen. Und wir haben 4 Stunden Zeit dafür. Seit einer Woche habe ich das schon geplant. Das heißt nicht, dass ich irgendwas vorbereitet habe oder so. Aber mich mental zumindest darauf vorbereitet, jetzt hier 4 Stunden mit euch zu sitzen. Das wird, glaube ich, ganz gut. Denn ich habe tatsächlich diese neueste, ich glaube es ist Alpha 11, lass mich da jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe die neue Alpha noch nicht gespielt. Ich habe dazu gelesen, was es Neues gibt. Unter anderem gibt es jetzt Fallen. Sie haben die, also der Tynan Sylvester, der Typ, ich glaube in Kanada wohnt er, ja, der das Spiel programmiert, hat außerdem die KI verbessert von den Angreifern, die ab und zu ja mal kommen, so als Zufallsereignis. Die sind jetzt viel, viel schlauer. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut finde. Denn vorher war es bei RimWorld immer so, dass du deine Basis so aufbauen kannst, dass die Angreifer quasi berechenbar waren und immer durch den gleichen Eingang kommen, der nämlich der offen war. Und da hast du deine Verteidigung aufgebaut und konntest so ganz gut überleben. Das hat dann irgendwann funktioniert. Wenn man es raus hatte, hat man den Dreh einfach rausgehabt. Jetzt ist das so, dass sie total schlau sind und so wie ich das richtig verstanden habe, bullen die sich jetzt in eure Basis. Und sowas hasse ich. Wenn ich meine Basis baue, dann ist sie richtig hübsch. Und wenn sich da einer reinbuddelt, dann habe ich da was gegen. Und mag ich überhaupt nicht. Deswegen bin ich mal gespannt, was da passieren wird. Und wir machen eine neue Welt auf. Wollen wir direkt mal anfangen oder was? Hier steht es auch Bild 011. Ich schätze mal, dann ist es auch Alpha 11. Create New World. RimWorld! See, ist egal. Wir machen die natürlich richtig schön groß und generieren die. Ja, ich gucke nebenbei auch gerne mal in den Chat, wo gerade steht. RimWorld! Und juhu, RimWorld! Yeah, RimWorld! Hier steht ganz viel RimWorld drin. Ihr freut euch anscheinend, das finde ich gut, denn ich bin auch guter Dinge und ich glaube, mit 4 Stunden kann man ein bisschen was anfangen. Was ich mir überlegt habe und was eigentlich... Auch mein, hier übrigens, seht ihr, wusstet ihr das? Hier sind auf der Karte schon angezeigt die Basen von verschiedenen Piratengruppen. Da könnt ihr keine, da könnt ihr nicht landen, das geht nicht. Ihr könntet theoretisch direkt daneben, aber ich glaube, das hat keinen Einfluss. Ich würde gerne, weil ich so Angst habe, dass die sich in die Basis buddeln, irgendwo anfangen, wo ein Berg ist. Und wir haben ja, ich glaube, es gibt sogar ein neues Binom. Wenn wir hier nämlich auf Temperatur gehen, gibt es so richtig scheißkalte Gegenden. Und das ist auch super neu. Das hier sieht sehr kalt aus. Minus 50 im Januar, Durchschnitt minus 30. Aber ich habe ja mittlerweile schon ein paar Runden RimWorld zu Hause gespielt. Und wie komme ich denn jetzt wieder zu dem da, was vorher war? Und hab da auch schon jedes Binom einmal ausprobiert. In der Wüste war es ganz interessant, weil da ist es schwierig, Gemüse anzubauen. So wie Kartoffeln gibt's da ja und Beeren und was gibt's noch? Mais. Und das ist in der Wüste schwierig. Du brauchst ja nicht über den Boden kriechen. Ich krieg gerade einen Kaffee geliefert, weil ich habe heute bis 14 Uhr geschlafen, weil ich gesagt habe, ey, wenn ich heute bis 0 Uhr RimWorld spiele oder 23 Uhr, dann komme ich ein bisschen später. Und anstelle von irgendwas Sinnvolles zu machen, habe ich einfach bis 14 Uhr gepennt. Danke dir. Und jetzt muss ich mir den erstmal kurz mixen. Ihr könnt in der Zwischenzeit gerne mal in den Chat posten, was ihr meint, was ich für ein Binom nehmen soll. Ich schau da mal rein. So, ein bisschen Zucker gehört da rein, damit er auch schmeckt. So, was sagt ihr? Wo soll ich hin? Wir haben ja eine ganze Menge Auswahl, ne? Wüste oder Eis. Wasser geht natürlich nicht. Unfassbar heiße Gegend soll ich. Regenwald ist super easy. Grün ist super easy. Ja, ihr schreibt fleißig. Ihr wollt alle grün. Urwald, Dschungel. Heiß, Dschungel, Urwald, Eis, am Meer, etwas kälter. Wo haben wir denn letztes Mal gespielt? Haben wir schon mal am Eis gespielt? Ich glaube nicht. Das ist eine wichtige Sache. Ich kann mich da echt schwierig entscheiden. Also schauen wir mal. Wollen wir mal Eis probieren? Das wird aber richtig hart, ne? Also damit anbauen und so, das könnte vorzeitiges Ende nehmen, aber warum nicht? Das können wir mal probieren. Der Yannick da. Stellst hier einmal durch. Wie war FIFA? Hast du gewonnen?
Du war ja, der Yannick wollte Rocket League spielen, konnte aber nicht, weil die Server am Arsch waren. Hast du das erklärt, warum das so war? Ja, ne? So ein Mist aber auch. Komisch, bei anderen Leuten geht es sonst. Okay, komisch. Komm mir nach. Okay, Yannick. Fährst du nach Hause jetzt? Ja. Okay, schönes Wochenende. Der Yannick geht. Tschüss, Yannick. So, ja, wir könnten tatsächlich... Oh, ich bin immer so entscheidungsunfreudig, Leute. Ich weiß nicht, ob euch das auf die Nerven geht, sagen wir mal. Aber was ist denn das hier eigentlich so braun? Wie nennt man das? Arid Shrubland. Shrubland. Ja, ey, von mir aus, viele sagen, wir sollen ins Grüne gehen. Kein Eis. Inseln. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Ja. Letztes Mal war schon Eis. Okay, ich will. Okay, das ist für mich, dann gehen wir nicht Eis. Wenn wir letztes Mal schon Eis waren. Was ist los? Ja. Hä? Gehst du? Was ist los? Urlaub. Hast du Urlaub jetzt? Wie lange? 2 Wochen hat Johannes Urlaub, der Iconized. Ich chatte übrigens hier unter deinem Namen in Twitch. Ja, ne? Nicht, dass du dich wunderst. So. Ja. Da erzähle ich immer Sachen aus seinem privaten Leben. Sag auch hier nochmal Tschüss, damit die Leute das immer mitkriegen. Ich unterhalte mich hier ständig mit zufällig reinkommenden Leuten und keiner tschüss. Checkt so richtig, was los ist. Tschüss. Ah, du fährst ja richtig in Urlaub irgendwie. Hier Richtung Afrika da, Westküste da, ne? Auf eine Insel. Wie hieß die nochmal? Wenn ihr Johannes besuchen wollt, im Urlaub, Madeira, da ist er. Ey, viel Spaß, war ich noch nie, ist bestimmt geil. Ja, ja. Mach dir eine schöne Session hier. Mach ich, er wünscht mir Glück. Sind hier nur 4 Stündchen, sagt er. Nicht mehr ganz, eine Viertelstunde haben wir schon rum. Nicht, dass es so ist, als wenn ich die Zeit hier absitzen würde. Nein, ich freue mich drauf. Und wir machen also kein Eis. Schön grün, sagen viele Leute. Okay, dann machen wir halt mal grün. Aber so richtig, gehen wir in einen fetten Urwald. Hier, sowas. Tropical Rainforest. Sandstone, Temperatur nie unter 0 Grad. Was ist hier? Also an der Küste gibt es ja keine Berge hier. Ich will schon Berge haben. Das Problem ist, Berge verlangsamen das Spiel ungemein. Aber das ist egal. Ich mag Basen im Berg. So, was ist hier? Gehen wir mal hier gucken, okay? Wie gefällt euch das? Die Ecke. Irgendwo an einem Südzipfel des riesigen Pangea-Kontinents, nennen wir es jetzt mal. Es scheint hier wirklich nur einen Kontinent zu geben auf diesem Planeten, auf dem wir jetzt hier notlanden werden mit unserer 3-Mann-Crew. Tropical Rainforest, irgendwie im Januar 20 Grad, im Juli Höchsttemperatur 30 Grad, Durchschnitt 25. Ja. Regnet ziemlich viel. 2300 Millimeter. Durchschnittlich. Ja, wir gehen hier hin. Lassen wir so, oder? Safe and Finish. Das suchen wir uns gleich nochmal aus. New Colony. Und wir wählen, ich würde sagen, ich erkläre euch das jetzt nicht nochmal. Ihr kennt das, ne? Randy. Wir gehen einfach standardmäßig mit Cassandra Classic an den Start. Und zwar im Challenge Mode, damit das auch ein bisschen spannender wird. Ich habe das ja wirklich seit einer der ganz, ganz frühen Alphas gespielt. Und da war das, da gab es noch gar nicht diese Auswahl hier mit den verschiedenen. Ups, jetzt muss ich rübsen vom Kaffee. Da. Boah, dann habe ich das Geist. Habt ihr nicht gehört? Und damals gab es noch gar nicht diese Auswahl der verschiedenen Schwierigkeitsgrade, aber der Standardschwierigkeitsgrad, den einzigen, den man da hatte, der war schon so sau schwer, dass man es gar nicht geschafft hat. Mittlerweile sind die hier viel zu einfach, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie es mit der neuen Alpha jetzt ist, denn die, haben wir ja gesagt, ist viel, 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 viel schwerer durch die neue KI. So, wir haben hier. Welcher ist jetzt der neue? Der oben oder der unten? Hier, was haben wir? 10.7. Das ist der neue. Das ist der neue. Die neue Welt wählen wir. Geladen oder wird geladen und jetzt suchen wir uns unsere 3 Leute aus. Jetzt ich ja, wo waren wir? Hier links unten. Hier im Gebirge. Richtig schön fettes Gebirge. So, da gehen wir hin. Select Site. Vorher noch auf Advanced. Wir machen die fett groß, damit wir ordentlich was zum Erforschen haben. Select Site. Und wir haben 3 Leute. Oh, der erste gefällt mir schon mal gar nicht. Ich würde sagen. Das ist immer so ein Ding. Ich frage mich, ey, ist es eigentlich cool, wenn ich mir die Leute hier wirklich total aussuche oder macht es auch zu einfach? Das Ding ist, ich will ja euch auch ein bisschen was zeigen. Und dann wäre es blöde, wenn wir 3 totale Nulpen hätten, die zum Beispiel alle überhaupt nicht Minenarbeit beherrschen. Dann kommen wir ja nie voran. Deswegen ist das hier schon mal gar nicht schlecht, um so ein bisschen Speed reinzubringen. Der ist auch ganz gut in der Gartenarbeit hier. Er kann konstruieren. Das ist wirklich ein guter Handwerker. Schießen kann er dafür gar nicht.
Kochen ein bisschen, Medizin, ne, ist eh egal. Gucken wir mal. Eine Sache muss ich noch überprüfen. Was ich gar nicht mag, ist, wenn die hier Injuries haben, sowas wie Bad Back, ein schlechter Rücken, dann sind die nämlich verdammt langsam nochmal. Und das wollen wir nicht. Hier, Charakter, der sieht gut aus. Fast Walker, das ist auch gar nicht schlecht. Der ist psychisch so ein bisschen abgestumpft. Dann dreht er nicht so schnell durch. Und er ist nicht fähig, verängstigt zu werden. Das ist doch eigentlich, der gefällt uns. Travis Turtle God Shipwreck. Geiler Name, den nehmen wir. Okay, der ist cool. Das bedeutet, wenn wir das hier haben, wir bräuchten noch jemanden, der vielleicht ein bisschen researchen kann. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der schießen kann. Das ist wichtig. Gucken wir mal. Die nächsten beiden, der kann gar nicht meinen, gar nicht konzentrieren. Null Leute mag ich gar nicht, die eine Null drin haben oder hier gar nichts. Wobei der gar nicht schlecht ist, der ist krass in Melee, aber ich bin eigentlich mehr der Fernkämpfer. Später, Leute, wenn die Leute dazukommen, wenn wir Leute hochpäppeln und die sich uns anschließen, dann werden wir noch genug Melee-Kämpfer haben, die wir uns nicht aussuchen können. Jetzt am Anfang nutzen wir die Möglichkeit. Growing kann er nicht, meinen kann er nicht. Ach komm, ich gehe nochmal durch hier. Obwohl, der ist echt schon ganz geil. Kann krass schießen. Kann nicht craften, aber craften und Artistik, das finde ich nicht so wichtig. Da finde ich, fehlt dem Spiel auch noch eine ganze Menge, was man damit anstellen kann. Ihr könnt natürlich irgendwelche Skulpturen oder sowas craften und die dann verkaufen. Aber das dauert Jahre, bis so ein Ding fertig ist. Dann nimmt man lieber ein paar Piraten auseinander, verkauft deren Arme und Beine und hat die gleiche Kohle. Das geht alles viel schneller. So, gucken wir mal, hier Socials. Okay, Cooking hatten wir ja. Er ist eigentlich mehr so ein Kämpfer. Er kann ganz gut konstruieren, aber er kann halt überhaupt nicht meinen. Und das können wir echt nicht gebrauchen, wenn wir uns in den Berg graben wollen. Komm, wir suchen nochmal neu. Was mit dir? Nee, du kannst nicht. Ja, irgendwas, wo es ein bisschen ausgeglichen ist. Du musst ja nicht alles können. Du wirst ja besser mit der Zeit, aber so ein bisschen. Guck mal, hier kannst du wieder. Was mit dir? Schießen 9. Construction, er kann alles ein bisschen. Der gefällt mir. Den nehmen wir. Das ist Axel. Hurtle. Male 46. Male 35 war der erste. Wir gucken mal, ob Axel irgendwelche Probleme hat. Er hat einen schlechten Rücken. Ja gut, okay. Damit leben wir jetzt. Das ist in Ordnung. Er ist halt auch 46, ne? Dann gucken wir mal, wen nehmen wir als nächstes? Er hier gefällt mir jetzt schon wieder Mining 0. Dennis Zavulon Ipatov. Nehmen wir einen anderen. Er hat hier so ein paar Sachen, die gar nicht gehen. Social, Medicine, Grow. Er kann eigentlich nur die Sachen hier. Mining, Research, Shooting. Was, haben wir eigentlich einen, der kochen kann? Kochen 3, Kochen 6. Ja, ist okay. Gucken wir, schalten wir hier mal durch. Wen nehmen wir? Oh, der schmeckt gut. Guter Kaffee, Miriam. Danke. Ja. Was ihr nicht wisst, dass ich voll arrogant den ersten Kaffee zurückgegeben habe. Ich mag Kaffee nämlich eigentlich nicht. Muss ganz viel Zucker und Milch rein. So, wir gucken mal in den Chat. Was geht da ab? Irgendwelche Slowpoke, das wird hier geschrieben. Nimm einfach einen neuen. Hat gerade angefangen. Ja, es hat gerade angefangen. Guck mal hier. Shooting 0, Research 0. Mining 11, Constructing, der ist ganz geil, aber der hat so ein paar Sachen, die... Guck mal, ich mach's jetzt ein bisschen schneller, langsam brauche ich mir wieder auch selber zu lange. Guck mal, einen, der so ein bisschen ausgeglichen ist. Hier, Mining 1, hau ab. Okay, was geht hier? Medicine 9, on fire beim Cooking. Ah, oh, das gefällt mir. Shooting 1, das wird echt schwer. Aber den nehmen wir jetzt. Das ist, er ist 50, der hat schon wieder einen schlechten Rücken. Stab Scars, das ist ein bisschen blöd, die tun weh und geben dann einen kleinen Malus, aber es macht nichts. Die nehmen wir jetzt so, okay? Seid ihr damit d'accord? Die drei Leute, ja? Nicoli, Nick Drake, zusammen mit Axel und dem krassen Travis Turtle God Shipwreck. Ab die Post, crashing, auf einem fremden Planeten. Map wird generiert, irgendwo. In einer fernen Rimworld. Ich mag meinen Kaffee wie meine Männer. Dennis, wo hast du denn dein Dead Island 2 Cap her? Das hat mir irgendwer geschenkt hier aus der Redaktion. Wie sich das Monster hinter dem Sofa bei Rimworld freut. Ja, ne? Das ist super, das ist von, wie heißen die? Nicht lustig, ne? Wie heißt der nochmal? Joshua Sauer? Joshua Sauer? Der generiert immer noch die Map übrigens, ihr verpasst nichts.
Schiller mal das gleiche Cap. Ja, das ist ein ganz cooles Ding. Ich finde nur, das sieht aus wie D12, die Jungs von hier, Captain Eminem. Leute, die das Spiel nicht kennen, denken, ich bin Rapper. Trinken ist ja okay, aber ohne Schütteln bitte. Ohne Schlürfen. Okay, ich versuche nicht zu schlürfen, aber das ist schon ein bisschen warm. So besser. Ich habe ihn auch gleich leer. Ich wollte ihn nur mir kurz reinhauen. So, alles klar. Dann stellen wir den mal hier hin. Okay, seid ihr bereit? Das ist unsere Rimworld. Mal sehen, ob mir die gefällt. Ah, yeah, hoffentlich gefällt sie mir. Lass sie gut sein. Lass irgendwas richtig cool sein auf dieser Welt. Zack, wir crash landen. Oh ja, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Freue mich, die Mucke bringt mich schon richtig in Stimmung. Es gibt auch neue Haarfrisuren hier, ne? Ist euch direkt aufgefallen. Ist das normal? Müsst ihr von Kaffee auch so rülpsen? Naja, ich muss von einem rülpsen. So, das sieht sehr, sehr... Da ist ein Berg. Okay, in die Richtung werden wir uns orientieren. Viele kleine Hügel hier. Aber sehr viele. Klein ist auch relativ, also es ist schon sehr gebirgig. Gebirgiger geht fast gar nicht. Und das wäre auch eine geile Base. Das hier gefällt mir gleich am Anfang. Seht ihr das? Dann denkt ihr wahrscheinlich das gleiche Weg. Was für ein cooler Flaschenhals hier vorne. Dann direkt hier ein Geothermalkraftwerk draufsetzen. Man kann hier in Ruhe anbauen, richtig schön Gemüse. Und hier vorne können die Leute aus allen Richtungen kommen und laufen in meine Basis, in die Falle. Aber der Trick ist, die vermeiden ja jetzt diese ganzen... Mal abwarten, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich habe auch übrigens keine Mods drauf, glaube ich. Habe ich Mods drauf? Nee, ich habe ja das neue. Übernimmt er die? Nee, die muss ich ja ins Verzeihen. Ich habe keine Mods drauf, wie letztes Mal, wo man die Leute total auseinandernehmen kann. Was ist denn hier los? Sondern wir spielen quasi Vanilla. Das hier sieht sehr interessant aus. Ein bisschen wie ein Eierstock, ne? Können wir hier quasi hier mit einem Flaschenhals... jetzt kriege ich es nicht mehr aus dem Kopf. I can't unsee it. Und werden jetzt vielleicht uns direkt schon mal dahin bewegen, oder? Aber schaut hier, da wird es irgendwelche geilen Geheimnisse geben. Wobei, so viele verschiedene Sachen gibt es da leider nicht. Da werden... diese Kryopods sein, mit einem zufälligen Inhalt. Hier gleich nochmal, da werden wir uns später drum kümmern und die Überraschung, wie so ein schönes Überraschungsei öffnen. Ja, Leute, ich glaube, das sieht wirklich so aus, als könnten wir hier eine ganz coole Startbasis aufmachen. Denn wenn die Leute kommen und sich tatsächlich durch die Wände hacken sollten, wo sollen sie das tun? Dann müssen die ja original so hack, 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 hier so durch. Das ist ja super geil. Wir machen das hier. Oh, das gefällt mir. Dooferweise, hier ist ein bisschen... das ist so sumpfwassermäßig. Wie nennen sie das? Marsch. Die Marsch. Hm. Hier erste Verteidigung. Hier fördere Verteidigungsanlagen. Wir können gut anbauen. Angst habe ich bei sowas nur. Es ist fast ein bisschen zu groß. Hier am rechten Eierstock könnte theoretisch denn so ein Piratentrupp hinter meiner Verteidigungslinie landen. Und links das gleiche. Hier geht's durch. Egal, das kann ja nicht alles optimal sein. Hier ist schon mal ein Turtle. Du wirst eines Tages von uns gegessen. Wir gehen hier hin. Wo mache ich den Eingang? Mache ich den so ein bisschen links? Also hier in der Mitte ist ja doof. Da ist ja Marsch. Da kann ich den Eingang nicht machen. Könnte ich schon, aber da würden die langsam durchlaufen. Hier haben wir schon mal das Zeugs. Ja, yeah, rechts oder links? Rechts oder links? Ich sag, wir machen hier rechts. Dann können wir hier ganz easy anbauen, nach links verteidigen. Das wird eh abgebaut. Was haltet ihr davon, wenn wir hier... Ah, das dauert aber wieder zu lange. Wenn wir erst das abbauen oder wenn wir hier den Eingang machen, dann ist aber zu weit weg von unserem Anbaugebiet. Wir könnten auch hier den Eingang machen. Aber nee, komm, wir machen das so ein bisschen, dass wir rechts und links... Alles klar. Geht ab. Wir werden erstmal unsere Leute dahin ordern. Als erstes machen wir einen kleinen Lagerplatz aus. Jetzt geht's los. Zone, Stockpile. Dass die Sachen hier alle hintransportiert werden, das ist erstmal nicht so wichtig. Machen wir uns keine großen Gedanken. Der Stockpile kommt hier hin. Wir brauchen auch, wo wir schon mal dabei sind, Dumping-Stockpile, wo der ganze Müll hinkommt. Der ganze Müll kommt einfach mal hier hin. Direkt nebenan. Ups. Was habe ich denn jetzt gemacht? Bin ich blöd?
Da, hä? Okay, man macht das Ding weg. Delete Zones, wir machen das nochmal, da stimmt doch was nicht. Dürfen die anscheinend nicht aneinander sein? Oder hatten die jetzt zufällig einfach die gleiche Farbe? Das kann natürlich auch sein. Stockpile und daneben Dumping Stockpile. Ja, gefällt euch das? Dann gehen wir mit unseren Leuten los. Aber wir gehen nicht einfach so los, wir nehmen direkt was mit. Das ist nämlich jetzt ein bisschen weiter weg. Wir gucken mal, wer ist denn unser Wachmeister hier mit Shooting mehr als 2, Shooting 2, Shooting 1, Shooting 9. Okay, dann kriegst du dieses schöne Gewehr. Du kriegst, weil du Shooting 2 hast, die Pistole. Und da du Shooting 1 hast und nichts kannst, das Messer. Du hast wenigstens 5 auf Nahkampf. Alles klar, Leute. Das Spiel geht los. Haben wir. Jetzt sagen wir erstmal, nehmt das Holz direkt mit, bitte. Weil als erstes werden wir ein bisschen Holz brauchen. Wie weit ist der? Das ist schon... Oh, es geht. Ja, es ist schon verdammt weit weg. Den ganzen Kram. Nehmt das mit, bitte. Nehmt das mit, bitte. Nehmt ein bisschen Essen mit, bitte. Ne? Ja. Und weiter geht's. So, die Jungs sind am Arbeiten. Turtle God, Axel, die nehmen erstmal Medizin mit. Was macht Nick? Nick läuft ein bisschen durch die Gegend. Die ganzen Leute haben nämlich jetzt, wir gehen mal hier auf Overview, das müssen wir mal regeln, bei den Timetables. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Da kümmern wir uns mal später drum. Okay? Das ist auch relativ neu. Das kam schon beim letzten Patch dazu, bei der letzten Alpha. Nur eine Fraktion auf dem Planeten ist uns gut gesonnen. Das ist unsere Welt, unsere Geschichte, Statistik. Noch leer. Weiter geht's. So, Jungs. Er kotzt gerade. Ist noch, noch leichte Nachwirkungen vom krassen Sturz hier aus dem Orbit auf diesem Planeten. Ey, Nick, komm. Halt dich mal ein bisschen ran. Wieso ist der so faul? Die anderen legen gleich los. Nick, ey, wir beide wären keine Freunde. Nick Joywirer. Was ist los? Wo rennst du hin? Nimm was in die Hand und los. So wie Turtle God. Was für ein geiler Name. Muss ich mal eigentlich notieren. Gebe ich euch als Tipp. Irgendwann kommt ihr nämlich zu einem Zeitpunkt, wo ihr euch ihr Kindernamen ausdenken müsst. Und wenn ihr das ganze Leben vorher schon getan habt, und dann irgendwie nach 2 Dekaden auf einmal eine Liste hat mit ganz vielen geilen Namen, wo so Sachen wie Turtle God draufstehen oder so, dann wird es einfach, das Kind zu benennen. Kotzt da wieder. Mein Leute, was ist denn los hier? Hier. Ganz viele Wildschweine, die sich hier diese Ecke gesichert haben. Eine Cobra. Cobra. Bitten by Cobra. Monkeys! Ich hab ein Problem damit, Affen zu essen eigentlich. Die sind zu süß. Während Axel ganz, ganz vorbildlich, ist er eigentlich nackt. Er hat nur eine Hose an. Das ist okay. Super, tragt das mal dahin. Noch arbeitet ihr ein bisschen. Ich mache euch aber schon mal was zum Schlafen. So eine provisorische... wo ist das Ding? Ich habe lange nicht mehr gespielt. Ich brauche am Anfang ein bisschen, um reinzukommen. Furniture, Sleeping Spot. Ihr schlaft hier erstmal zu dritt in dieser Ecke. Medizin kommt dahin. Das ist ganz gut. Ich könnte das ganze Holz ein bisschen gebrauchen und werde jetzt mal langsam vorspielen. Spulen. Wieso ruckelt denn das so? Das dürfte doch gar nicht ruckeln. Haben wir den Strom reingesteckt? Weil wenn du den Strom... Das läuft auf meinem Notebook hier vor mir. Und ich muss mal kurz gucken. Das dürfte eigentlich nicht ruckeln, weil das ist super schnell. Und während ihr euch hier den Leuten zuschaut, wie sie... Ach so, Werbung machen, sagt die Miriam. Das ist ein guter Zeitpunkt. Ich drücke auf Space, damit ihr nichts verpasst. Viel haben wir ja nicht geschafft, aber das kennt ihr ja. Ich bin scheiße langsam am Anfang. Das tut mir auch leid, aber so läuft das. Man muss sich das gut überlegen. Ich lese was aus dem Comment vor. Den Kaffeemarker, sagt Classify Lib. Ja, das stimmt. Den trinke ich jetzt schnell aus und wir sehen uns gleich wieder nach dieser wunderschönen Werbung. Und ich hoffe, ihr seid noch weiter mit dabei. Habt euch freigenommen. Nutzt diese Zeit, kurz auf Toilette zu gehen, denn es folgen über 3 Stunden RimWorld, die noch vor uns sind. Also, bis gleich.